Hallo und herzlich willkommen zum Farmexperten 2016. So, jetzt geht's in die Ernte, aber letzte Folge haben wir über das System hier gesprochen, dass man das hier auch wirklich beachten muss. Rückwärtsgang haben wir auch noch drin. So, und dann werden wir mal schon mal den Trecker zum Feld bringen und den Weizen ernten. Und dann freue ich mich auch schon auf unsere Tierzucht. Nee, ja, Tierzucht auch. Die haben wir ja auch schon gestartet, sondern auch noch auf unseren Obstbau, den wir auch dieses Jahr machen werden. Dann ist es mal soweit, muss man ja schon sagen. So, wo haben wir den Drescher? Da ist er. So. Unseren lauten Drescher. So. Und dann geht es jetzt mal in die Ernte. Und damit sollten wir auch vorwärts kommen. So. Zack. TR, los geht's. Ah, jetzt mähen wir wieder zu schnell. Dann fahren wir doch glatt wieder rückwärts. Fahren wir wieder vorwärts. Und geht's los. So. Gott sei Dank können uns dann die Beeren nicht eingehen. Hoffentlich zumindest. Hoffen wir mal. Aber die müssen jetzt schon reif sein. Schon überreif. Mann, Mann, Mann. So, das ist aber auch alles hier so. Obstbau haben wir sehr lange jetzt für gebraucht. Aber was soll's. Mein Gott. Das kann passieren. Man muss aber nur einfach verstehen, das System, wie gesagt. Und dann geht das. So, wir drehen. Rückwärtsgang. Vorwärtsgang, machen wieder an. Wir könnten das hier auch unserem Arbeiter überlassen. Aber was der damit macht, ist eine andere Frage. Also machen wir das selber. Wir haben ja schon immer pflügen, bestellen und sehen lassen, das Feld. Und auf einem anderen Feld haben wir ja noch die ungewollte Lupine. Ob wir das auch damit ernten können, wissen wir nicht oder weiß ich nicht. Müssen wir einfach mal schauen. Aber endlich mal wieder eine Ernte. Das ist die Hauptsache jetzt. So. Nee, 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 nee. Ja. So. Stufe 2, richtig. Und wie gesagt, durch die Tierzucht werden wir auch noch sehr viel Geld verdienen. Ja, wie viel werdet ihr dann noch sehen? Wir haben jetzt 86.000. Das ist schon sehr viel. Das haben wir jetzt, ja, natürlich haben wir einen Kredit aufgenommen gehabt. Oder haben wir immer noch einen auf. Wir bezahlen ihn ja ab. Automatisch macht das System ja hier, wenn wir die Zeit hochdrehen sozusagen. So.
Oh, 31% haben wir jetzt. Schauen wir mal F2. Ja, die Fruchtbarkeitsrate geht dann natürlich auch runter. Nicht! Gut. Das klappt also. Dann werden wir uns als nächstes an eine Lupine schmeißen, ernten und dann werden wir den Obstbau, Abbau, muss man ja sagen, Abbau, Anbau haben wir ja schon sehr lange, starten. Da würde ich sagen, dass wir den Weizen schon mal lagern. Oder, was meint er? Ja, wir lagern den. Wir werden den mal einlagern. Dann bin ich mal gespannt, wie lange wir für das Feld hier brauchen. Das ist ja ein ordentliches Stückchen noch. So. Wieder zurück. 50% haben wir jetzt gleich drin. Da müssen wir uns mal überlegen, was wir uns für eine Obstabbaumaschine kaufen werden. Da gibt es ja eine. Gibt es zwei Stück auf jeden Fall. Da werden wir uns auch noch mit beschäftigen. Ist ja nur ein Knopfdruck sozusagen. Knöpfchen. Da haben wir die gekauft. Und dann geht es los. Und dann brauchen wir auch noch so einen Palettenanhänger. Also. Money, money, money brauchen wir. Aber wie gesagt, das sollten wir jetzt packen mit unseren Tierchen. Hund, Katze, Maus oder was auch immer. Nein. Pferde verdienen wir sehr viel durch. Weiß gar nicht, ob wir die schon verkauft haben. Also Pferde ist richtig krass, was wir dadurch verdienen. Und ja, ich glaube 5000 oder so. Das ist schon Wahnsinn. Das ist schon Wahnsinn. So, wahrscheinlich sagt er gleich wieder verstopft. Bitte lernen Sie das Ding. Hoch. Drehen. Und weiter geht's. Weiß gar nicht, bei 80% sagt er, glaube ich, Bescheid, dass verstopft ist. Oder. Mal gucken, ob er sich gleich meldet. So, 75%. Da, auf größere Maschinen können wir halt momentan noch nicht gehen, wie ihr seht, das Konto. Sieht noch nicht so dolle aus, aber wesentlich besser als am. Warte mal, der. Ach so, oh.
Mein Gott, worauf man hier alles achten muss, das ist der Wahnsinn. So. Können wir schon mal... Ne, oh, ist ja nicht Rohr hier. Das war ja beim Landwirtschaftssimulator. So, schauen hier. F. So. Ne, 80% melde er sich auch noch nicht. 85 aber. Ach komm, 85. Ja, hahaha. Ne, 83. Ach, keine Ahnung hier. Wunderschöne Leuchten. Und wir haben hier wieder Disco-Beleuchtung an. Nein, der Mähdrescher ist nicht überfüllt. Er sammelt noch weiter. Ja, was macht er? Was macht er? Ach, was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Warum macht er das jetzt auch hier? Jetzt will ich es aber wissen. Warum lädt er das denn auf der Straße aus? Nee. Das ist ja Wahnsinn hier. Mann. Ja. Da haben wir wieder eine Ernte verloren. Aber das macht ja nichts. Mein Gott, ist das pingelig. Ist das pingelig hier, das System. Wir müssen hier richtig aufpassen, was wir machen. Jetzt verliert man sogar was. Aber nicht auf dem Feld. Das ist ja... Ob das nur dieser altmodische Drescher macht. 7.32 Uhr, das passt ja sogar. Mensch. Das passt ja sogar. So. Ja, jetzt ist er wieder überhitzt oder was? So, jetzt lasse ich aber das Röhrchen schön drin. Gucken, ob er noch voll wird hier. Das ist ja Wahnsinn, echt. So, und dann nehmen wir uns endlich mal. Ich freue mich wirklich schon auf den Obstabbau, wenn es dann soweit ist. Und dann werden wir uns um den Verkauf kümmern. Und. Nee. So, RT, so. So. Ha! Diesmal haben wir nichts verloren. Diesmal haben wir nichts verloren. Das wäre ja was. So, dann machen wir wieder. Oh, sonst überhitzt er ja. Trotzdem drehen wir schnell. Und 70%. Gucken, ob er jetzt auch bei 83% angeht, die Disco-Beleuchtung. Jetzt bin ich mal echt gespannt.
So. Gleich wieder zum Ende ausmachen und wieder drehen. Und für eigentlich bräuchte man ja auch für den. Sorry. Wahrscheinlich nimmt er das jetzt hier. Ja. Für den Obstabbau oder beziehungsweise eigentlich beim Obstbau bräuchte man eigentlich natürlich noch einen Rasenmäher. Muss man mal schauen, ob wie teuer der ist. Ich glaube, das gibt dann weniger Ertrag, wenn wir das nicht machen. Aber eigentlich. Ja, jetzt geht er an. Eigentlich. Ein bisschen Ertrag bekommen wir dann raus, also. Sollte das kein Problem sein. Ach so, Moment, was sein kann. Er ist jetzt überfüllt. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich gleich drehe. Der. Ja, ob das da. Der ist ja Quatsch, das ist ja zu da oben, ne? Wie soll das denn da rausschwappen? So, kommen wir noch bis zum Schluss. Könnte knapp werden. Mal schauen hier. Ja. Das werden wir noch schaffen. So, nehme ich das noch mit. Ach, dafür ist er ja dann wieder. So. Dann werden wir unseren Drescher mal voll machen. So. Und dann werden wir mal schnell noch. Wo haben wir denn? Fahrzeuge hier so. Unseren Winston da. Ja, der Mähdrescher ist überfüllt. Ja. Der ist ja so schnell. Warum ist er so langsam? Nur wegen dieser kleinen Steigung hier? Oh Gott. So, runter da. Gucken, reicht das hier so? Ah, noch ein bisschen. Steigen wir aus schnell. So. Ah, jawohl, das tut doch gut. So, warum steht der jetzt da? Ey, das ist doch... Das ist doch, also so langsam. So langsam möchte das gute Ding ein doch ein bisschen. So, V. Haben wir das geschafft? Mal wieder zu. Ja. Und während der Drescher wahrscheinlich hier weiter rutschen wird, ich möchte jetzt aussteigen, warum geht das hier nicht? Ach, jetzt aber.
So. Schauen wir uns das gute Ding nochmal an, wie es wegrutscht, oder? Jetzt steht der. Bin ich denn so weit da? Also jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Das kann doch wohl nicht sein, dass der... Immer wenn wir einsteigen. Okay. Ja, dann werden wir uns jetzt daneben gesellen. Neben unseren Winston. Und dann werde ich jetzt da aussteigen. So. Jetzt steht er wahrscheinlich ganz woanders. Pass auf. Ha, jetzt passt es. Okay. Ich schaue auf meine Uhr. Und natürlich ist ja die Zeit um. Dann werden wir nächstes Mal zu Ende dreschen hier dann Lupine war es, glaube ich, ernten. Und dann geht's in den Obstbau, Abbau, wie auch immer. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder im Farmexperten 2016. Tschüss.